Guten Tag, liebe Zuschauer, willkommen zur zweiten Folge von Yu-Gi-Oh! Letztes Mal haben wir Kaiba besiegt und heute werden wir uns dem nächsten Gegner stellen, und zwar dem kleinen Giftzwerg. Nehmen wieder mal das Deck aus der Geschichte. Mal gucken, ob ich damit weiterkomme. Wenn nicht, dann kann ich ja noch ein anderes Deck nehmen. Gut. Dann sind wir als Zweiter dran und können erstmal schön auf die Fresse hauen. Gut. Dieses Mal haben wir auch Fusionskarten. Oh. Killerbiene. Ich könnte natürlich seine Spielfeldzauberkarte zerstören, aber ich glaube, ich warte erstmal noch kurz und lege erstmal elegante Wohltäterin. Gut, dann kann ich eins von denen wegwerfen und dann mag ich das Mammut eh nicht. Als nächstes, wie viel hatte der normal? 1200? Ach komm. Zerstöre ich. Dann lege ich meinen Hornkobold und greife seine Killerbiene an. Oh, Mann. Ich hasse diese ganzen Annullierungssachen. Das fuckt echt ab. Aber naja, kann man jetzt eh nichts machen. Und ich hoffe, dass er nicht nochmal 20 von den Teilen hat. Das wäre nämlich nun ziemlich nervig. Ach, fuck off. Wie viel hat der jetzt? 1500. Ah, alles klar. Aua. Ich kann Wiedergeburt machen. Bedeutet, ich krieg den wieder. Das ist eigentlich egal. Und dann beschwöre ich herbeigerufener Totenkopf im Angriffsmodus. Damit hat er nicht gerechnet. Und soweit ich weiß, kann er jetzt nichts dagegen tun. Get wrecked. 1000 Lebenspunkte Abzug. Ja. Mit seinem hässlichen Grinsen schlage ich ihm noch aus dem Gesicht. Mann, komm ran! Gaia, zorniger Ritter. Nein, gerade lieber nicht, aber dafür dieses Monster. Dann in die Battle Phase und schön 3700 Schaden verursachen. Ja gut, wenn er jetzt nichts mehr hat, dann ist er tot. Dann war das aber eine einfache Folge und dann würde ich, glaube ich, gleich was anderes ranhängen. Oh, Verteidigungsmonster. Nein. Da führt Drachenfluch. So, und jetzt geh bitte auf die Fresse. Ah. Obwohl. Ah, so. So ist besser. Und er ist tot. Ich würde sagen, das haben wir easy gewonnen. Ja, Noob. Es ist vorbei, ich habe gewonnen. Nein, unmöglich, meine Motte ist unschlagbar. Oh, irgendwie nicht so. Irgendwie habe ich seine Motte gar nicht gesehen. Als nächstes, die hab hier. Ah, anscheinend spielen wir da als Joey. Toll. Gucken wir mal, was der für ein Deck hat. Die Decks sind natürlich auch jedes Mal unterschiedlich. Das heißt, auch wenn ich Yugi spiele, im ersten Spiel hatte ich ja zum Beispiel Exodia, der war jetzt, glaube ich, nicht dabei. Ich fange als Zweiter an, einfach deswegen, weil ich dadurch sofort angreifen kann, wenn ich das erste Mal dran bin. Und vielleicht sogar eine seiner Sachen zerstören kann.
Jerry. Wieso gibt mir das auch nicht bei meinen... Ach nee. Ah, never mind. So. Aktiviere ich. Das in Angriffsposition und 2250 im ersten Zug. Genau deswegen starten wir als zweites. Weggemacht, deine Harpie. Du Furie. Haha. Sorry. Wahrscheinlich ist das wieder eine Harpie. Wer würde das denn denken bei so einem Deck? Ich meine, sie heißt ja nur nicht literally die Harpie. So. Dann kann ich auch gleich mal gucken, was ich für Fusionsmonster habe. Tausendrache und Flammenschwertkämpfer. Ah, ja. Ne? Angreifen. Und zerstört. Und direkt angreifen! Ja gut, easy, ne? Ja, setzt jetzt wieder irgendwas in Verteidigungsposition. Oh, Fallenkarte. Oh, Harpie. Oh, noch eine Harpie. Oh, okay. Chill. Gut. Fuck. Das bringt mir nichts. Setze ich die Panzerechse. Die kriegt jetzt 2000 ATK. Und ich greife ihre Harpie an. Heißt wirklich nur Harpie. Eigentlich ja Harpien-Tänzerin. Naja. Und ich beende meinen Zug. Jetzt ist sie dran. Was macht das da eigentlich? Oh. Dann wieder der Kampfochse. Der ist ja eigentlich ganz zuverlässig. Und Battleface. Harpienmädchen. Rekt, Sun. My Valentine. Oh. Schön für die. Ist die jetzt irgendwie krass oder was? 1600. Das bringt ihn halt. Das bringt hier halt gar nichts. Ist das jetzt Flip? Oh, so eine Scheiße! Da hat hier einfach meinen Kackball kaputt gemacht. Macht mich jetzt aber so ein bisschen furios. So, zerstöre ich halt trotzdem ihre Monster. Das ist egal. Ach ja. Ich kann sogar mit meinem Ball angreifen. Ja, viele Lebenspunkte hat sie jetzt noch nicht mehr, ne? Nicht. Mal gucken, was sie macht. Axträuber. Ja, hole ich doch gerne. Ist sie tot? Müsste. Ja. Easy. Lokal easy. Ah. Ja. Gut, irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe das Spiel eigentlich nicht auf leicht gestellt. Ich bin einfach viel zu gut. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ich bin einfach der Beste in allem. Ich habe dir versucht zu sagen, dass es mehr gibt in Duel Monsters, als den anderen Typen hinterzutreten. Wenn du jemals ein echter Champion sein willst, musst du lernen, über jemanden anderen als nur dich selbst zu sorgen. Über jeden anderen als nur dich selbst zu... Hä? Egal. Just roll with it. Angriff aus der Tiefe, genau. Und gleich in den nächsten Fight, weil wir im Endeffekt nur 9 Minuten, 10 Minuten haben. Nice.
So, dann gehe ich als Zweiter. Genau. Was ist das? Ein verrückter Hummer. Verrückter Hummer. Ja, gut. Ach so, Ungeheuer und Krieger muss es sein. Ah, fuck. Oh, scheiße. Aber zum Glück habe ich Spiegel gekauft. Das macht das eigentlich ganz easy. Fuck! War das Spiegelkraft? Nee, okay. Alles gut. Ja, aktivieren. Dann tschüss zwei seiner Karten. Adieu. Und Battleface und auf die Fresse hauen. Es wurmt jetzt schon so ein bisschen, dass ich meine eine Karte da verloren habe. Ach, fuck. Was ist das denn? Wasserschlange. Will der nicht angreifen? Oh, nice. Flippbeschwörung. Weg mit dir. Zurück, sag ich. Und Horn des Einhorns. Die Karte ist wirklich ziemlich cool. Weil die, wenn die zerstört wird, in mein Deck zurückgelegt wird. Das heißt, ich habe eine ziemlich starke Buffkarte, die fast die ganze Zeit da ist. Ja, locker. Warte, macht das nicht zu Stein irgendwas Negatives? Vom Typ. Maschine und Pyro. Oh, nee, egal. Dann hole ich mal meinen Drachen. Und Battleface. Dann greife ich mit dem hier an. Ja, gut. Seine Kack-Schlangen kann ich ja easy zerstören. Das ist kein Problem für mich. Ah, Endface. Ja, solange das jetzt nicht Spiegelkraft ist, habe ich gewonnen. Tötet mich bitte. Oh nein! Du Mann! Deine Niederlage wird dadurch nur herausgezögert. Gott damit. Soll ich dich mit Kuribo fertig machen? Ja. Hab Angst. Hast wohl noch nie einen 1000er Kuribo gesehen, ne? Ja. 300 Leben hast du noch. Ja gut, jetzt könnte er im Endeffekt jede mögliche Monsterkarte schlägen und mich damit kaputt machen. Oh. Oh. Ja gut. Ach, so ein bisschen Damage kann ich schon tanken, wenn ich jetzt verliere, dann bin ich sehr, sehr traurig. Nein! Stop that. Ich hätte nicht so übermütig sein sollen. Ach, fuck! Ja gut, da endet meine Siegesträhne.
Ja. Ich habe mein Bestes versucht. Meine Lebenspunkte wurden auf null reduziert. Na gut. Dann war dieser mein Fall. Aber das war's dann für diese Folge sogar. Den nächsten Gegner werden wir dann einfach in der nächsten Folge angehen. Und ich glaube, das wird auch nicht zu lange dauern. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Wann auch immer ihr das guckt. Und bis dann, würde ich sagen.